Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful Word Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Ein Bekannter hat mir eine Predigt zugeschickt von Pastor Böhler aus Görlitz von der FEC-Gemeinde. Und Pastor Böhler erwähnt mich persönlich am Anfang dieser Predigt und reagiert auf meine Predigt Wehe der sündigen Nation, die ich im Februar in Pforzheim gehalten habe. Und in dieser Folge möchte ich einfach eine Reaktion, eine Antwort geben auf die Kommentare von Pastor Böhler. Schaut es euch an. Das werden wir angehen, und zu Beginn möchte ich, ich habe wieder mal geschafft, in Medien zu erscheinen. Am Freitag wurde eine Skandalgeschichte berichtet und ich war am Rande mit erwähnt. Ich war zwar jetzt nicht im Zentralen in dieser Geschichte beteiligt, möchte aber trotzdem einen Kommentar dazu geben. Ich habe vor ein paar Wochen, glaube ich, oder Tagen, ich weiß es nicht mehr, also vor einer Woche vielleicht, ein Video zugeschickt bekommen, einer Predigt, und sollte bitte eine Stellung dazu beziehen, ob ich diesen Mann kenne oder nicht und was ich davon halte. Das war eine private Anfrage. Ich wollte mir die Predigt anhören und dann habe ich so nach ein paar Minuten schon ausgemacht, weil klar war, dass der eifrige Prediger, der da um sich schlug. Es ist natürlich eine dumme Idee, sich eine Predigt anzuhören und schon nach ein paar Minuten auszumachen. Vielleicht hätte Pastor Böhler einfach mal die ganze Predigt von mir sehen sollen. Die ganze Predigt im Kontext und hätte sich wirklich mal anhören sollen, was ich gesagt habe und nicht nur einfach irgendwie eine Minute. Wie will er reagieren, auf eine Predigt eine Stellungnahme abgeben, wenn er doch selbst sagt schon zu Beginn, dass er gleich ausgemacht hat, nach ein paar Minuten? Wie will er da eine ordentliche Stellungnahme abgeben? Das geht doch gar nicht. Sozusagen das Ziel verfehlte. Und es war nicht mal die Art und Weise, wie er gepredigt hat. Das kann man machen, also so entschieden mache ich auch. Es war eher die Frage, was er gepredigt hat. Und das Problem war also quasi nicht die Art und Weise, sondern der Inhalt. Und es war so, dass dieser junge Mann aus Görlitz wohl ursprünglich stammt. Ich kannte ihn nicht, ich kannte auch seinen Namen nicht. Aber das, was er gesagt hat, war, man könnte sagen, ähnlich, was auch ich predige, aber im Inhalt doch, ich würde sagen, an der Schrift vorbei. Mich interessiert ja in der Kritikbewertung nicht mal, ob das irgendwie Grundgesetz betrifft oder irgendwelche Dinge, die wir auch achten, aber entscheidend ist in der Kritik oder im Kriterium ist ja die Schrift, und sein Name ist Anselm Urban und er verfehlte sich im Inhalt. Also er rief in der Predigt auf, Homosexuelle zu töten. So, und da sehen wir jetzt schon das Problem, was passiert, wenn jemand sich einfach nur ein paar Minuten von einer Predigt anhört, ohne sich die gesamte Predigt anzuhören. Der Typ ist genauso wie die Presse, wie die dümmliche Presse, die einfach berichtet, ja, irgendwie Görlitzer Ruf zu Mord auf oder so ähnlich. Was für ein Schwachsinn. Ich habe null zu Mord aufgerufen in meiner Predigt. Was ich gesagt habe ist, ich habe im Grunde genommen einfach die Bibel gepredigt. Ja? 3. Mose, Kapitel 20, Vers 13. Wenn aber ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Gräuel begangen. Sie sollen unbedingt getötet werden. Ihr Blut sei auf ihnen. Das ist, was die Bibel sagt. Wie will Pastor Böhler diesen Vers predigen? Ich meine, dieser Vers ist so eindeutig, da gibt es nichts dran rumzudoktern. Und was ich gepredigt habe, ist, dass die Regierung dieses Gesetz umsetzen sollte.